welche Gezähne, welche Fernsehen? Werbefähigen-TV. Werbeskirchen-TV im Talk heute mit eurer Erlaucht, dem Heiländer, Graf von Berg. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Ja, also ich bin ja dem Mittelalter verhaftet schon seit, naja, 10, 15 Jährchen. Und es begab sich dann vor 2 Jahren auf einem Mittelaltermarkt in Rastede. Da war ein echter Herzog anwesend. Der hat an dem Samstag auf der Bühne unseren ehrenwerten Graf Eduard von Sonnenberg, den Marktvogt des Mittelalterlich-Fantasiespektakulums, geadelt. Und abends kam man so ins Gespräch, interessierte mich natürlich die Geschichte. Und dann habe ich immer so gefahren, wir haben so 1, 2 Whiskys getrunken. Er selber ist auch ein Whisky Interessierter, sagen wir es mal so. Whisky-Trinker klingt so ein bisschen abhängig, ist er nicht. Also ein Whisky-Genießer. Und ja, am anderen Tag mittags fand ich mich dann bei ihm im Lager wieder und wurde dann geadelt, wurde dann in den Stand des Grafen von Berg erhoben, welches mein Wunschtitel war. Ach, das wollte ich sagen. Das konnte ich vorher, ein Norden sozusagen, passt ja hier wie kein zweiter Name ins Bergische. Und er hat dann erstmal geprüft, gibt es noch überhaupt eine Familie von Berg, weil da hätte man anklopfen müssen, es sei denn, und das war der Fall, es gibt ja eine Ortschaft Berg. Ja. Wenn es eine Ortschaft oder mehrere Ortschaften gibt, die Berg heißen, dann kann man jemanden von Berg titulieren, ohne nachfragen zu müssen, im Ursprungsadelsgeschlecht, welches aber 1300 und ein paar kleine, glaube ich, ausgestorben ist. Also ein Originalgraf von Berg Adelsgeschlecht in dem Sinne gab es nicht mehr. Okay. Also da haben die, wahrscheinlich die männliche Linie, hat da so ein bisschen versagt in der Fortführung und hat halt eben keine männlichen Nachkommen mehr gezogen. Wie ist das bei dir? Also ich habe nicht versagt, ich habe einen männlichen Nachkommen auch. Adelsdynastie geht. Genau, der kann also auch den Namen dann weiterführen. Das ist also jetzt mein Sohn Florian, der ist Erbgraf. Im Weiteren habe ich noch eine Tochter, die Prinzessin war und mit der Verheiratung dann zur Gräfin auch wurde. Also wir haben in Wermeskirchen hier echt was zu bieten. Ich weiß nicht, war die Bunte schon da, Hammer? Noch nicht wirklich, also vor einiger Zeit, aber da war diese Graf von Berg-Geschichte noch nicht aktuell, war die Bild mal da. Ach, tatsächlich? Ja, da konntest du dann lesen, Likör-Weltmeister und so weiter. Also du kennst das ja, die Bild überzieht da deutlich. Das war aber sehr witzig, also schön gemacht auch. Ne? Kleiner Passus, kleine Geschichte. Und da kommen wir schon zum Thema, liebe Dellmänner. Der Graf von Berg, unser Heiländer, hat natürlich klassisch für Wermeskirchen eine super Idee gehabt. Und da erzählt er uns jetzt was zu, nämlich zu dem Pech, dem klassischen mittelalterlichen Pech. Genau, das ist eine der Ideen, die ich hatte. Andere, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Aber zum Pech erstmal. Ich war mal irgendwann auf einer Biker-Party. Ich komme oder war lange Jahre aktiv in der Biker-Szene. Und da war ich mal auf einer Party an ungenannter Stelle und da habe ich so einen selbstgemachten Lakritz-Schnaps probiert und habe gedacht, boah geil, super, schmeckt ja echt irre. War also nicht schlecht, konnte sich jetzt nicht ganz mit dem, was wir heute haben, messen, aber war schon ein guter Ansatz und ich habe gedacht, Mensch, versuch's doch mal rauszufinden, wo hat denn der das jetzt her, beziehungsweise gibt's Rezepte im Internet, man googelt ja heute sowas. Bin dann auf viele Rezepte, unter anderem auf ein altbergisches gestoßen. Und habe also aus der Summe dieser unterschiedlichen Rezepte, insbesondere für dieses bergische Rezept, das habe ich dann also unter der Summe der Aspekte dieser anderen Rezepturen so weit verändert, dass wir den nach vielen, vielen Versuchen den jetzigen Geschmack dann rausgekriegt haben. So 40, 50 Fläschchen waren nicht schon, die ich da probehalber herstellen musste. Und die Kumpels aus dem Motorradclub, die mussten dann, oder auch andere, aber vornehmlich die aus dem Motorradclub, die mussten dann auch dran glauben. Hier, probieren wir wieder. Oh, schon wieder. So die Richtung. Oder auch, oh ja, lecker, der letzte war ja schon nicht schlecht. Ja, bis wir dann den Geschmack raus hatten. Ist ja so, das wird nicht nur in Wermeskirchen angeboten, sondern wo noch? Ja, also es gibt natürlich noch entferntere Verkaufsstellen, Händler des Pechs, unter anderem in Wuppertal, in Köln, in Düsseldorf. Wir haben mittlerweile 3 Verkaufsstellen in Berlin und eine in Hamburg, aber auch in anderen Regionen, in Esens, an der Ostsee zum Beispiel. Also es gibt schon hier und da, das kann man auf der Pech-Webseite www.pechlein.com nachgucken, unter Pech wo. Da sieht man dann, welche Locations Pech haben, welche Internethändler und welche Einzelhändler Pech haben. Ja, und diese Räumlichkeiten sind ja auch historisch für dich, ne? Richtig, das ist ja die Pech-Checkstation. Die Adresse findet man auch da in dem Bereich Pech-Einzelhändler. Und hier war früher mal meine Mutter drin mit einem Lebensmittelladen, den sie übernommen hatte von der alten Frau vom Feld. Hier war mal ein Edeka-Laden drin.
Und in den 70er Jahren, so um 74 rum, also für einige Jahre natürlich, ja, hat meine Mutter hier drin Lebensmittel verkauft. Und ich als kleiner Bub bin dann hier rein und war hinten am Gouda oder da war hinten drin eine Kühlung und der Gouda oder ein frisches Sauerkraut, Fasssauerkraut. Und also Leckerei, natürlich die Süßigkeitenabteilung, die war natürlich auch immer ganz weit vorne angesiedelt bei mir ja, klar. als Genießer. Und naja, vielleicht habe ich da auch schon so die erste Schulung bekommen, wo so feine Geschmacksunterschiede liegen, man weiß es nicht genau. Jedenfalls denke ich, bin ich sehr geschmackssensibel und das ist auch ganz wichtig und erforderlich. Ich probiere nach wie vor jede Charge. Zum Glück ist das noch so, dass die Chargenhäufigkeit nicht so ist, dass ich dauernd breite die Gegend auf. ja. Aber ich probiere tatsächlich ständig die Produkte auch, ob der Geschmack so ist, wie er sein soll. Wie er sein muss, genau, auf jeden Fall. Die Endkontrolle. Du sprachst nur von anderen Ideen. Kannst du uns da zwei, drei Stichworte geben? Ja, andere Ideen jetzt außerhalb des Pakes. War ja, ja damals zum Beispiel die Gründung des Motorradclubs Iguanas MC Wermelskirchen. Der dann aber auch im weiteren Zuge noch mitbeteiligt war bei der Gründung des Vereins Biker gegen Kinderpornografie und Missbrauch, www.bacaa.eu, www.bacaa.eu, das heißt Biker Against Child Porn and Abuse übersetzt. Und ja, in der Sache haben wir natürlich viel getan, um Kinder zu unterstützen in der Form, entweder im seelischen Nachsorgebereich, die bleiben oft im leeren Raum stehen, während die Täter gepflegt und gehegt werden, oder aber auch im Vorsorgebereich, unter anderem hier in Wermelskirchen, zusammen mit dem Michael Haser. Die Etablierung der, ich weiß gar nicht, was die Neintonne, also auf jeden Fall ein Theaterprogramm, um Kinder im Vorfeld schon beizubringen, mein Körper gehört mir, ich kann und darf Nein sagen. Und vielleicht noch mal kurz zum Outfit, was wir heute hier sehen. Das ist klassisch Mittelalter. Das ist ein Plaid, wie die Schotten ihn getragen haben früher. Das ist einfach ein Tuch von 6 Meter Länge, was entsprechend gefalten wird und dann umgelegt wird. Und als würde man das wieder ausziehen und als Decke benutzen. Ach, wollte ich gerade sagen, das ist gar nicht geschneidert in dem Sinne. Das ist gar nicht geschneidert. Das ist einfach ein Stück Tuch von 6 Metern Länge. Und zwar ist das hier in dem Fall sogar der Originalstoff aus dem Film Braveheart. Ach. Wenn ich noch historischer auftrete, dann trage ich urschottische Gillies. Das sind so eine Art Schnürsandalen, ach so, die ich dann anziehe. Wobei die meisten Schotten gar keine Schuhe anhatten, wie es man so heute überliefert hat. Die meisten liefen barfuß rum oder haben sich vielleicht ein Stück Birkenrinde umgeschnallt. Ach, genau. Oder ein paar Felle eben umgebunden. Ne? Und du hast auch Schmuck. Der hat ja auch eine Symbolik vielleicht. Ja, zum Beispiel das hier ist mein Ehering. Da ist also die Maus, ja, das kann man so nicht sagen, das ist von einem guten Bekannten von uns, von einem Schmied, und meiner Frau gefiel die Maus so gut. Er hat aber nur noch eine Blanko-Maus und eine Maus im Ring, also ist die Maus im Käfig, und ab und zu guckt die Maus dann auch schon mal raus und verlässt diesen Käfig. Ach, du bist symbolisch die Maus, ne? Ja, genau. Als genau. Deine Frau hat aber dasselbe nicht. Meine Frau hat nur die Maus. Ach so, ohne den Ring drumherum. Das ist also mein Ehering, war erst mein Verlobungsring, haben wir dann nachher auch als Ehering auserkoren. Ja, und das ist ein Bernstein, der Glück bringt. Und ja, hier haben wir noch einen Mjölnir. Der stammt aus der nordischen Mythologie. Das ist ein Thorshammer. Okay. Hier sind ein paar Runen mit eingearbeitet. Und das hier ist einfach so eine Scheibe. Ah, okay. Und ein echter Highlander braucht natürlich ein Messer, um... Genau. Um was macht... Als Werkzeug. Ja, die Schotten durften damals, vor allen Dingen in der Zeit, wo die Engländer die Schotten beherrschen, durften die keine Waffen tragen. Also das war in der Zeit davor. Und ja gut, da brauchtest du die eigentlich mehr als Werkzeug. Also mit dem Messer, da kannst du nicht viel machen. Nee, klar. Da kannst du dir ein Stück Fleisch mit abschneiden, ein Brötchen aufschneiden. Es gibt eine Geschichte zum Pech. Die nämlich der kleinen Pechlein, die hier im Bergischen vorkommen, in etwa nur Farnwedel groß sind und von gar großer Niedertracht und dunklem Äußeren. Und die kommen nur bei Nebel aus ihren Erdhöhlen heraus, immer auf der Suche nach organischer Materie. Man hat schon ganze Kuhherden im Nebel verschwinden sehen und leider konnte es keiner berichten. Die sind dann unter grauenvollem Mond sich selbst verflüssigend in die Erde gesickert, in eben jene Erdhöhlen der kleinen bösen Pechlein, und ja, als schwarze, dickflüssige Masse sind die dann da in große unterirdische Behälter gelaufen, und man hört dann schon mal aus den Höhlen der kleinen Pechlein ein widerliches Schlürfen, wenn sie sich dann daran bedienen.
Und deswegen habe ich dieses, also wenn ihr Werter... Das ist Hörer gut, das und ist Trinker, wenn ihr werter Trinker und Hörer genug vom leckeren Pech verkonsumiert, dann mag es wohl sein, dass ihr noch einmal das Moon eben jener Kühe hört. Und deswegen hat auch mein Handy als Klingelton das Moon. Das ist ja eine tolle Symbolik, ja Wahnsinn. Liebe Dellmänner, an dieser Stelle mal ganz kurz, ich glaube, wir brauchen für den Highlander eine eigene Serie, das hilft ja nichts. Also ich denke, wir haben heute so viel über dich erfahren, wir müssen da wohl eine Fortsetzung drehen, das kriegt man gar nicht in eine Sendung rein. Und wie ihr gerade gehört habt, ich habe ihm auch an den Lippen geklebt und so ist er ja auch, deshalb habe ich gesagt, er muss unbedingt heute in den Talk und ich danke dir zunächst ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Und stehe gerne auch zur Verfügung. Für ja, wollte ich gerade sagen. Wir müssen die Sache fortsetzen, wir müssen in das Mittelalter, da gehen wir nochmal separat rein. Gerne, gerne, ja. Also, dann, tschüss zusammen. Danke. Klasse. Ja, dann haben wir das schon. Ja, super, wo kann ich denn jetzt hier im Fernsehen? Werbefilm-TV.